Servus! Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Fennec Time mit Coco und Butze. Und heute dreht sich bei uns alles um den Fennec Probo Premium. Abfahrt! Wie bereits erwähnt, dreht sich bei uns heute alles um den Fennec Probo Premium. Und wir starten direkt durch mit Zahlen, Daten und Fakten. Coco, wie sieht's denn aus mit den Gewichten der beiden? Also die Titan-Variante vom Probo kommt auf 450 Gramm, inklusive seiner Transporttasche. Bei der Edelstahl-Variante erreichen wir 640 Gramm, auch da inklusive der Tasche. Und da beide baugleich sind, müssen wir euch die Maße für den zusammengebauten Zustand nur einmal nennen. Die da sind 12 x 12 x 16 cm. Genau, und zusammengelegt, also transportabel, sind wir bei 16 x 13 x 1,5 cm. Passt also immer noch in jeden Rucksack und in jede Tasche. Sehr geil. Coco, wo wir uns schon mit den Daten unseres Probo Premium befasst haben, erklär doch mal bitte unseren Zuschauern, warum wir ihn Premium genannt haben. Weil dieses Produkt so viele Funktionen in einen einzigen Probo reinbekommt, dass wir gesagt haben, das ist einfach Premium. Zum Beispiel unser Faltmechanismus, so gehen keine Seitenteile verloren. Da habe ich mal was vorbereitet. Da, 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 da. Aber das Schöne dabei ist, nach der Benutzung kann man ihn flach hinlegen, kann ihn richtig schön sauber machen und man kann ihn sogar als Windschutz für einen Gaskocher benutzen. Butze. Eine weitere Besonderheit an unserem Probo Premium ist der Feuerhof. Tada! Den können wir nämlich gleich auf 5 verschiedenen Positionen im Probo einsetzen. Richtig, auf der unteren Ebene können wir ihn ganz normal mit Holz befeuern. Auf den mittleren 3 Ebenen können wir diverse Brenner und Brennmittel dann betreiben. Genau, und dann kommt meine Lieblingsposition. Auf der 5. Position können wir den Feuerrost nämlich auch als Grillrost verwenden. Hierzu empfiehlt es sich aber, den Zusatzrost zu benutzen, weil irgendwo muss auch die Glut liegen. Butze, aufwachen. Hier sind wir. Also, was unseren Probo Premium noch so besonders macht, ist dieses Topfkreuz. Aber eigentlich hat doch jeder Probo ein Topfkreuz bzw. Auflage. Ja, eigentlich schon. Aber unser Topfkreuz ist wendbar. Das heißt, wir haben 2 verschiedene Schlitze. Wir können ihn bis zu 6 mm in der Höhe unterschiedlich verstellen, damit die Hitze für größere Töpfe besser abfließen kann. Wir können ihn auch der Länge nach aufbauen. Dadurch gewährleisten wir zum Beispiel runde Behälter, halbrunde Behälter, wie jetzt die Bundeswehr-Kochschale. Und was wir noch können, wir können ihn auch auf einen Prangier draufstellen, direkt. Das heißt, wenn wir mal ein kleines Lagerfeuerchen im Probo haben, möchten aber nebenbei einfach auf dem Prangier was kochen, funktioniert auch wunderbar. Denn diese Kerben hier unten, die zentrieren sich direkt auf diesen Brenner. Richtig. Und wenn wir das Ganze als Auflage verwenden, haben wir gerade bei länglichem Kochgeschirr eine Hitzeverteilung. Also nicht nur punktuell, sondern über die gesamte Länge verteilt. Richtig.
Also, wie wir gerade eben gesehen haben, ein komplett durchdachtes System. Richtig, aber es ist ja noch nicht alles. Was wir im Lieferumfang noch haben, ist diese Multischale. Sie dient nicht nur als Transportschale für den Hobo im zusammengeklappten Zustand, sie ist gleichzeitig noch ein Hitzeschutz. Genau, denn unser Hobo kann im zusammengebauten Zustand in das Blech reingestellt werden und wir verhindern so, dass Glut auf den Untergrund fällt. Ja, aber was noch toll ist, diese Schale kann sogar als Notpfanne verwendet werden oder als Backblech. In Kombination mit dem altbewährten Bundeswehr-Kochset passt sie ideal da rein und kann dann verschlossen werden. Butter, aufwachen. Guten Morgen. Unsere Hobo Premium, egal ob Edelstahl oder Titan, werden zusammengefaltet in der Multischale in diesen wunderschönen Taschen geliefert. Auch eine sehr gute, perfekte Ergänzung sind diese zwei Klapprost. Auch hier haben wir zwei Varianten, einmal die Edelstahl- und einmal die Titan-Variante. Die Edelstahl-Variante schlägt mit gerade einmal 510 Gramm zu Buche, während die Titan auf gerade mal 300 Gramm kommt. Das Praktische dabei ist, beide Klapproste werden ebenfalls in einer ihrer dazugehörigen Tasche ausgeliefert. Sie passen perfekt da rein. Hier passt auch dann die Hitzeschutzbatterie. Das ganz Besondere ist, wir haben das Konzept so gewählt, dass im aufgeklappten Zustand diese Tasche vom Vovo samt Inhalt eingepackt werden kann. Wenn man die Reihenfolge bedenkt, ja. Und das Schönste, es verdoppelt sich die Grillfläche. Und zum Schluss fassen wir noch einmal zusammen, welche Vorteile der Fennig Hobo Premium hat. Coco, bitte. Danke. Also wir haben unseren ausgeklügelten Faltmechanismus, den man als Windschutz benutzen kann, den man sauber machen kann, indem man ihn halt einfach auseinanderfaltet. Wir haben unser Topfkreuz, was auf nahezu jedem Brenner, Spiritusbrenner verwendet werden kann. Es kann aber auch dann der Länge nach für längliche Behältnisse verwendet werden, für die bessere Hitzeverteilung. Wir haben nochmal den Trangia-Einsatz, da kann auch der Trangia-Gas eingesetzt werden. Unsere Multischale, die dann als Bratpfanne oder auch als Backblech genutzt werden kann, aber auch eigentlich einen Hitzeschutz bietet. Und unsere Klapproste aus Edelstahl oder Titan, die in ihrer praktischen Tasche mit diesen zwei tollen D-Ringen ausgeliefert werden, damit man es auch an den Rucksack hängen kann. Und wie bei Fennig üblich, achten wir beim Versand natürlich auch extrem auf Verpackungsmüll. Wir versuchen hier natürlich auch umweltschonend unterwegs zu sein. Das sieht man auch dann bei unseren Transporttaschen, die immer wieder verwendbar sind. Alles, was ihr hier an Produkten von Fennig gesehen habt, ist wie immer made in Germany in der schönen Südpfalz in Hatzenbühl. In Hatzenbühl, genau. Wir kommen nun zu unseren Social-Media-Kanälen. Hier immer schön liken und abonnieren. Coco. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok und unseren WhatsApp-Kanal. Wie immer, Haken dran. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Servus. Hallöche. Tada. Und zusätzlich hält's nicht. Und hier die nackten Fakten präsentiert von Butze. Das Topfkreuz. Kommen wir zu einem Bullshit-Beitrag. Der da wäre. Butze? Ja, da kannst du nämlich deinen Scheiß selber fressen.